So, Freunde, was geht bei euch? Heute gibt es einen kleinen Überblick über das kommende Battlefield 5 Update. Ja, am 4. Dezember erscheint ja das erste wirklich dicke Update, wo drin enthalten beispielsweise auch das Testgelände ist. Da kann man alles, was das Spiel betrifft, lernen und üben, wie zum Beispiel auf verschiedene Ziele schießen, die aufploppen, sich bewegen oder auch so Reflextests, wo auf einer Wand dann so, ja, Punkte erscheinen und man dann da drauf schießt und erscheint der nächste und schießt man auf den drauf. Aber auch was Fahrzeuge angeht. Man kann Fahrzeuge spawnen lassen, alle Fahrzeuge spawnen lassen und dann damit rumfahren oder auch rumfliegen und auf gegnerische Flugzeuge beispielsweise schießen. Neben dem Testgelände kommt auch noch eine neue Karte ins Spiel, Panzerstorm, die größte Battlefield 5 Karte mit einem Haufen von Panzern. Zusätzlich bekommen wir noch die Möglichkeit, endlich auch unsere Fahrzeuge äußerlich anzupassen. Das hat ja bis jetzt gefehlt. Bis jetzt konnte man ja nur die Soldaten und die Waffen anpassen. Mit dem Update geht es dann auch bei den Fahrzeugen. Apropos Fahrzeuge, es kommt auch noch eine neue Kriegsgeschichte ins Spiel, und zwar der letzte Tiger. Die deutsche Kriegsgeschichte, wo man mit einem Tigertrupp unterwegs ist. Das Update ist aber nicht nur dazu da, um neuen Content ins Spiel zu bringen, sondern auch den Content, der bisher im Spiel ist, zu verbessern, und dementsprechend gibt es einen Haufen Änderungen an dem Spiel selbst. Vom Waffenbalancing bis zur allgemeinen Änderung ist alles mit dabei und wirklich sehr, sehr umfangreich. Den Artikel, den DICE, also die Entwickler von BF5, jetzt hier rausgehauen haben dazu, soll aber nur ein kleiner Sneak Peek darauf sein. Es soll noch ganz viele andere Änderungen geben, aber das war jetzt so das, wonach die Community am meisten gefragt hat, und dementsprechend ist jetzt hier dieser Artikel entstanden. Es geht los mit der Company Coins Problematik, wobei Problematik eigentlich das falsche Wort ist. Es ist halt ein Bug mit den Company Coins. Es ist jetzt so gewesen, dass man ab Rang 50 keine Company Coins mehr bekommen hat. Das hat dazu geführt, dass man beispielsweise in meinem Fall nicht mal ansatzweise die Hälfte von allen Dingen im Spiel upgraden konnte. Ich habe am Anfang von Battlefield 5 habe ich sehr viele Fahrzeuge geupgradet, die Hälfte der Panzer, den größten Teil von den Flugzeugen und 3-4 Waffen, und ja, schon waren die Company Coins weg und ich bekomme einfach keine neuen mehr. Ich habe nicht die Möglichkeit, das ist übrigens auch die Sache, warum ich momentan oder allgemein jetzt in letzter Zeit so viele Fahrzeugvideos gemacht habe. Ich kann keine Waffenvideos machen, weil ich keine Coins bekomme, um Waffen zu upgraden. Aber Leute, um zu dem Update zurückzukommen, das Company-Coin-Problem wird mit dem Patch gefixt. Zusätzlich soll es so sein, dass die Leute, die auf Rang 50 sitzen und immer weiter gespielt haben und keine Coins bekommen haben, dass die rückwirkend Coins dafür bekommen, wie viele Stunden man ab Rang 50 gespielt hat. Ist zwar nicht optimal, weil das halt dann nicht das eigentliche Ergebnis ist an Coins, was man dann hätte, aber ganz ehrlich, Leute, ich bin einfach zufrieden, wenn ich ein paar Coins ranbekomme und endlich die ganzen Sachen upgraden kann, weil langsam ist es wirklich etwas belastend, immer nur beim Medi, Tommy-Gun und Suomi zu spielen, beim Stummsoldat das Gewehr 1-5 und das Turner SMLE, und beim Versorger, da bin ich gerade dabei, den auf Rang 20 zu spielen, und ich kann nichts anderes spielen als die KE7. Langsam ist es wirklich ein bisschen belastend, deswegen freue ich mich sehr drauf, dass das bald gefixt ist und die Coins rankommen. Wo ich jetzt gerade schon die KE7 erwähnt habe, die wird genervt, also schwächer gemacht. Bei der KE7 war bis jetzt so das Problem vom Schaden her eigentlich vollkommen in Ordnung, allerdings ist das Teil mit oder ohne Zweibein einfach der Laser mit Hass. Also damit kann man auf 10.000 Meter einen perfekt weglasern, ohne Zweibein. Es ist halt wirklich schon extrem krass mit der KI-7, und dementsprechend wird sie angepasst. Erstmal wird der Rückstoß erhöht und zusätzlich bei den Upgrades wird die Rückstoßverbesserung entfernt. Dafür kommt dann Quick Aim rein. Das heißt, das KI-7 wird einen deutlich größeren Rückstoß haben und dann wahrscheinlich auch nur noch so reinlasern, wenn man wirklich das Zweibein benutzt. Einen kleinen Buff hat sie hier übrigens auch bekommen, und zwar lädt sie ein bisschen schneller nach. Ich denke, das ist in Ordnung. Wenn es um die Waffenanpassung geht, dann gibt es ja auch ein kleines Update, und zwar war es ja bisher so, wenn man einen Skin auf eine Waffe raufpacken wollte, dann musste man sich da durchklicken und jeden einzelnen Part einzeln verändern, und jetzt wird es möglich sein, mit einem Klick den kompletten Skin, die komplette Waffe mit dem kompletten Skin zu befüllen. Jetzt zur Medic-Klasse, denn da wurde einiges verändert. Ja, der Großteil der Spieler hat sich darüber aufgeregt, dass die Medic-Waffen zu schwach sind. An der Stelle habe ich absolut kein Problem damit. Es ist aber so, es ist jetzt wirklich so, Suomi und Tommy-Gun sind absolut in Ordnung. Bei den anderen Waffen liegt eher das Problem. Die sollen ja von sich aus präziser sein, dafür haben sie nicht so eine hohe Feuerrate, ist auch vollkommen in Ordnung. Das Problem hierbei ist, und ich glaube, ich weiß nicht, ob DICE das eigentliche Problem auch an der Stelle gerafft hat oder die Leute das gerafft haben, das Problem bei den Medic-Waffen ist, dass jeder einzelne davon denselben Schaden raushaut, 25,1, bis auf die Tommy-Gun, die hat bis jetzt 30 Schaden gemacht, aber das wurde jetzt auch gefixt, der ist jetzt auch auf 25,1. Ja, die Waffen unterscheiden sich nur durch Feuerrate und Präzision, und deswegen braucht man sich an der Stelle nicht wundern, wenn eine Suomi oder Tommy-Gun im Nahkampf vollkommen gegen alle anderen Waffen klarkommt und alles niedermäht, aber halt eine MP40 oder MP28 nicht, weil im Nahkampf halt nicht die Präzision zählt, sondern Schaden und Feuerrate, und deswegen stinken halt alle Medic-Waffen bis auf Suomi und Tommy-Gun im Nahkampf gegen Sturmgewehre oder auch Versorgerwaffen dann ab, und das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass man jetzt mit einer Medic-Waffe 200 Meter weit einen Sniper weglasern kann, weil sowas wird nie möglich sein. Es sind halt Medic-Waffen. An sich ist der Medic die stärkste Klasse überhaupt und die Waffen auch super stark, wenn man sich richtig bewegt, also Suomi und Tommy-Gun. Es gibt einen Grund, warum ich euch gerade das eigentliche Problem
erklärt habe, und zwar, dass dieses Problem nicht gefixt wird mit dem Update. Hier leider eine kleine negative News, also was heißt negativ? Zum Teil halt, die Medic-Waffen wurden verbessert, wie zum Beispiel ist es so, dass die Genauigkeit auf Distanz besser wird, vor allem wenn man sich nicht bewegt beim Schießen. Dazu wurde auch noch die 5-Schuss-Reichweite angehoben, vorher lag sie bei 25 Meter, jetzt ist sie auf 30 Meter, also braucht man jetzt 5 Meter länger 5 Schüsse statt 6, das ist auch ein Vorteil. Und auch die Kugelgeschwindigkeit bei allen Medi-Waffen wurde deutlich angehoben. Wie gesagt, das ist schön und gut, aber fix nicht das Problem, dass 6 von 8 Medi-Waffen im Nahkampf gegen Sturmgewehre abstinken, wobei der Nahkampf eigentlich das Gebiet vom Medic ist, wegen halt den MPs. Eigentlich ganz einfach, der Sturmsalat ist auf Distanz besser, dafür sollte der Medi im Nahkampf besser sein, ist es aber eben nur mit 2 von 8 Waffen. Und wenn ich jetzt zum nächsten Thema komme, kommt das dem Medi auch nicht unbedingt zugute, denn die Sturmgewehre wurden stärker gemacht. Der Schaden vom Sturmgewehr 1-5 und dem Sturmgewehr 44 wurde von 24 auf 25,1 angehoben, was dazu führt, dass man im Nahkampf statt 5 Schüsse 4 braucht. Hä? Also jetzt mal wirklich, hä? Ganz großes Herr hier an der Stelle, weil ich raff's nicht. Ich will das jetzt hier echt nicht anzweifeln so an der Stelle. Vielleicht sehe ich das auch gerade komplett falsch, aber die Leute beschweren sich, dass die Medi-Waffen im Nahkampf gegen Sturmgewehre verlieren. Und was macht DICE? Sie machen die Medi-Waffen auf Distanz besser statt im Nahkampf und die Sturmgewehre im Nahkampf stärker? Ich mach mal lieber mit der nächsten Sache weiter. Und zwar die Distanz, wo das Turner SMLE 2 Schüsse braucht per Kopfschuss und Bodyshot, wurde verringert von 35 auf 30 Meter. Dann wurde die Reichweite angehoben, wo man mit Sturmgewehren, LMGs, MMGs und SMGs nur 4 Schüsse braucht, und zwar von 9 auf 10 Meter. Bei den Snipergewehren gab es auch eine Änderung, und zwar hat man ja sehr, sehr wenig Schaden gemacht, wenn man den Arm oder die Beine oder so getroffen hat, und da war es so, dass man manchmal sogar unter 55 Damage gemacht hat, und jetzt ist es so, egal wo man hintrifft, man macht niemals weniger als 55 Schaden. Und die Sache bei den Snipergewehren in Battlefield 5 ist halt, dass man wirklich sehr wenig Schaden mit vielen davon macht, und dementsprechend, es geht an der Stelle gar nicht mal um den eigentlichen Kill, sondern ich glaube, die Leute wollen einfach, ein Hilfe zählt als Kill. Dass wenn beispielsweise ein Spieler, der einfach nicht so gut ist, der es nicht schafft, so häufig Headshots zu machen, dass der, wenn er den Oberkörper trifft, sich darüber freut, dann auch was dafür bekommt. Denn eigentlich macht man ja als Sniper an dem Punkt den größten Impact auf den Gegner. Man macht den größten Schaden und sollte dann halt auch die Hälfte vom Kill abbekommen. So eine Hilfe zählt als Kill halt. Ich weiß schon, warum die Snipergewehre in BF5 verhältnismäßig wenig Schaden machen. Das liegt halt darin, dass dieses Auto-Healing, was man aus den anderen Battlefield-Teilen kennt, nicht mehr da ist und der Großteil der Leute halt angehittet rumlaufen. Die laufen halt mit 80, 70, 60 AP rum, und wenn die Snipergewehre, wenn man den Körper trifft, halt ihre 70, 80, 90 Schaden machen, wie in anderen Battlefield-Teilen, dann ist so gut wie jeder Schuss auf einen Gegner ein One-Shot, obwohl man den Kopf nicht trifft. Und das würde zur absoluten Sniper-Übermacht führen und keiner hätte mehr Lust zu spielen. Deswegen ist halt der Schaden so niedrig angesetzt, aber meiner Meinung nach könnte man einfach diese Zahl, die man braucht, diesen Schaden, den man braucht, um Hilfezeit als Skill zu kommen, einfach ein bisschen reduzieren. Irgendwie 60 oder so. Dass halt, wenn man den Oberkörper trifft, dass man dafür dann halt auch eine Hilfezeit als Skill bekommt. Ich denke, das ist das, was sich viele Leute einfach nur wünschen. Was die Wiederbelebung angeht, wird auch ein bisschen was verändert, und zwar soll das Ganze flüssiger gehen. Nicht schneller, aber flüssiger, denn momentan ist es auch noch so ein bisschen, dass wenn man wiederbelebt wurde oder wiederbelebt, dass man danach für eine ganz kurze Zeit nichts machen kann. Ich meine, ich habe einen Tipp dagegen gehabt, wie man das Ganze ein bisschen umgehen konnte, aber das soll jetzt auch so gefixt werden, dass man da halt nicht sich kurz wehrlos, dass man da halt nicht kurz wehrlos ist, sondern direkt weiterspielen kann. Allgemein überlegen sie auch, ob sie die Wiederbelebungsgeschwindigkeit ein bisschen erhöhen, aber das ist nur in Überlegung so. Das ist jetzt noch keine Sache, die direkt geändert wird. Die nächste Änderung kommt den Medi-Waffen, so wie ich das jetzt hier verstanden habe, auch nicht wirklich zugute. Und zwar ist es so, bei der Einspezialisierung, womit man schneller zur Zweitwaffe wechselt und womit man früher schießen kann aus dem Sprint raus, die wurde ein bisschen überarbeitet. Und zwar ist es jetzt allgemein so, dass man 50 Millisekunden schneller zur Zweitwaffe wechseln kann und 16 Millisekunden schneller aus dem Sprintenden schießen kann. Aber das halt auch nur bei Snipergewehren, Sturmgewehren und halbautomatischen Waffen und nicht bei Medi. Und der Medi ist ja eigentlich auch die Klasse, die davon sehr profitiert, dass man sprintet und dann sofort losschießen kann, weil man halt im Nahkampf dann plötzlich auf den Gegner trifft und dann schnell, wisst ihr, was ich meine so? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Ganze hier dem Medi nicht wirklich zugute kommt, beziehungsweise irgendwie falsch angegangen wird. Versteht mich jetzt an der Stelle nicht falsch. Ich will das hier gar nicht irgendwie flamen oder zu hart kritisieren. Die Sache ist halt, Battlefield 5 ist das geilste Battlefield, was ich jemals gespielt habe. Wirklich seit Battlefield 3 das beste Battlefield für mich. Das Spiel macht mir so unglaublich viel Spaß. Ich suchte das so rein. Es wird mir auch nicht langweilig. Es wird mir auch in einem Jahr nicht langweilig werden. Es bockt. Das ist einfach mein Battlefield momentan. Ich mag das Spiel super gerne. Und dementsprechend möchte ich halt auch, dass das Game gut verändert wird.
wird, dass es richtig verändert wird. Und diese Medi-Änderungen und diese Sturmsoldatwaffenänderungen machen halt für mich absolut keinen Sinn, weil die Leute, wie ich schon eben gesagt, beschweren sich, die Medi-Waffen 6 von 8 ziehen im Nahkampf den Kürzeren gegen Sturmsoldaten. Was wird gemacht? Medi-Waffen werden auf Distanz ein bisschen besser und Sturmgewehre werden im Nahkampf besser. Das macht halt für mich keinen Sinn, so, dass das eigentliche Problem ist halt irgendwie damit nicht behoben. So. Vielleicht liegt es aber auch an mir und ich raff hier gerade irgendwas absolut gar nicht. Ich kapiere irgendwas nicht. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das irgendwie anders seht mit der Medic-Waffen- und Sturmsoldaten-Problematik an der Stelle. Ich meine, es ist ja gut, dass die Medi-Waffen auf mittlere Distanz besser werden und da ein bisschen mehr mithalten können. Aber naja, wie schon gesagt, ne? Schreibt es in die Kommentare, wenn ich hier gerade was absolut nicht raff oder irgendwas komplett übersehen habe. Leute, das ist ein kleiner Einblick in das Update, was am 4. Dezember erscheint. Wie gesagt, da kommt auch noch ganz viel anderes Zeug mit hinzu. Wie zum Beispiel das momentan alle Snipergewehre dieses Leuchten haben, also nicht nur das Sechsfach, sondern auch alle darunter. Oder auch, dass Panzerfäuste extrem viel Schaden auf Panzer machen. Man two-hittet damit einen Tigerpanzer. Sollte eigentlich auch nicht so sein. Soweit ich weiß, sollte auch die normale Gun von den Panzern ein bisschen verstärkt werden, dass sie ein bisschen mehr Explosionsschaden oder allgemein mehr Schaden macht, weil so muss man halt wirklich direkt damit treffen. Zu den Flugzeugen, diese Bomberproblematik, Flugzeugproblematik, vor allem, dass die Flugzeuge schon bevor die Runde losgeht, losfliegen können und in Richtung gegnerischen Spawn düsen können. Auch allgemein wird an den Schadenswerten von den verschiedenen Waffen der Flugzeuge was geändert und vor allem auch, und das sollte eigentlich auch mit drin sein, und zwar das Aufmunitionieren, denn so wie es jetzt ist, das war eigentlich nur so eine Zwischendurchlösung, so sollte das eigentlich nicht sein, dass man da einfach durchfliegen kann und schwupps, volle Munition, denn das sollte ähnlich wie bei den Panzern so ein bisschen länger dauern, weil mit dieser Änderung wird sich bei den Flugzeugen einfach komplett alles verändern, weil beispielsweise diese Loadouts, wo man nur 2 oder 4 Raketen hat, die instant verschossen sind, die kann man sich nicht mal eben komplett aufmunitionieren und direkt wieder die nächste Runde fliegen, das wird dann dauern und dementsprechend werden Flugzeuge, die jetzt so extrem krass sind, plötzlich viel unbeliebter sein als andere Flugzeuge, die bis jetzt nicht so beliebt sind. Der größte Teil, der jetzt hier in diesem Artikel drin steht, ist halt eher auf die Waffen bezogen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Großteil von dem, was ich gerade genannt habe, auch in dem Update mit drin ist. Was denn das dicke Update noch ändert und was da alles genau drin enthalten ist, was neu drin enthalten ist, dazu mache ich dann natürlich auch noch ein Video. Also Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Falls ja, freue ich mich auch sehr über einen dicken Daumen nach oben. Ein Like und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dann, haut rein und tschüss.